erste Augustwoche. Nach fast 3 Monaten Dürre, also mit so gut wie gar keinem Regen. Also nicht nennenswert. Was ich hier tue, ich versuche zumindest die paar Sachen, die irgendwie noch leben und die noch Wachstum zeigen, irgendwie am Leben halten. Wie Fenchel zum Beispiel. Aber das sind alles nur vergebliche Versuche, irgendwie noch irgendwas Produktives aus diesem Garten herauszuholen. Weil seit 3 Monaten, fast würde ich sagen, wächst hier so gut wie nichts mehr. Was nicht schon irgendwie vorher eine nennenswerte Größe erreicht hatte, ist seitdem so gut wie stecken geblieben. Aber das ist nicht das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ich mache die Kanne noch, dann setze ich mich mal hin und dann erzähle ich Ihnen, was ich Ihnen heute verklickern will. Habe ich doch vor ein paar Tagen die einmalige Chance gehabt, mal jemanden mit einer Drohne hier zu Gast zu haben. Also so ein Ding hier, was hier drüber fliegt. Und ich kann Ihnen sagen, an mir ist die Zeit irgendwie vorbeigegangen. Drohnen, also mein Garten aus der Luft mit einer Drohne gefilmt. Dranbleiben, das wird trocken. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neuschem Garten, /Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich hatte jemanden hier mit einer Drohne und der hat das für mich mal hier so aufgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, an mir ist die Zeit irgendwie vorbeigegangen. Also ich bin ja noch aus einer Zeit ohne diese ganzen technischen Schnickschnack. Und wenn ich dann schon höre, wie der Junge sagte, ja, die Drohne, die verbindet sich mit mindestens 10 Satelliten, manchmal auch 20, da bin ich schon aus allen Wolken gefallen. Also wie die Zeit, wie die Technik sich weiterentwickelt hat, das ist nicht das Thema. Das wollte ich nur so kurz sagen. Also wenn ich bedenke, dass dieses Flitzding da von 400 Gramm oder wie schwer das war, sich mit 20 Satelliten, die da oben in 300 Kilometer Höhe irgendwo durch die Gegend flitzen und das ja permanent wechseln, weil die so schnell sind darüber, also ich weiß es nicht. Es ist also, an mir ist die Zeit vorübergegangen. Jedenfalls hat der Kerl hier mal ein paar Bahnen über den Garten gezogen und das wollte ich Ihnen heute mal zeigen, wie die Geschichte hier aussieht. Ich lasse jetzt diese paar Videoaufnahmen, die da so entstanden sind, lasse ich mal ablaufen und immer wenn irgendwas zu verklickern ist, dann stoppe ich das kurz, versuche da irgendein Zeichen reinzumachen, damit Sie auch wissen, worum es geht und dann können Sie sich die ganze Geschichte hier, wie das aussieht, mal ansehen. Das wird auch dann klar sein, warum ich zum Beispiel die Hühner unheimlich schlecht hier draußen unter die Obstbäume lassen kann. Oder der Einfluss von Gehölz auf den Gemüseanbau oder auf die überhaupt auf die, ja, was das für einen Einfluss hat, ob das der Schattenwurf oder das Wasser, was davon abgesaugt wird, ob das nennenswert ist, das können Sie alles von oben schön sehen. Sie werden schockiert sein. Das Ding ist knochentrocken. Wie gesagt, wachsen tut hier nämlich schon lange nichts mehr. Schauen Sie sich das mal an, wie das hier so von oben aussieht. So, wir beginnen ganz am Ende vom Garten, quasi da, wo die Felder beginnen. Da ist ein Feldweg davor, an dem Feldweg die Wildobsthecke, links der Haselnussstrauch und rechts vom Nachbarn jede Menge Bäume, die Schatten werfen. Die Ecke ist ziemlich nutzlos, aber ich kriege sie nicht weg. Kann man nichts machen. So, und man sieht die große Fläche, wo Gemüse wächst. Eine große Fläche, eingeteilt in 6 Parzellen. Fruchtfolge habe ich Ihnen schon mal erklärt. Oben rechts in der Infobox und alles schön in Reihen. Dann da links, wo der weiße Streifen ist, da stehen Beeren. Davor waren noch ein paar Pfirsichbäume. Dann kommt hinter dem weißen Streifen da, wo das Gerüst von den Trauben, kommt noch ein Sanddorn, der auch nichts trägt. Im Versuchsbeet, da steht in diesem Jahr jede Menge Kräuter drauf. Dann kommen die Bäume. Aprikose, Quitte, Naschi, Birne, Sauerkirsche. Dann haben wir die Netze mit dem Kohl. Davor die Gründüngungsparzelle, wo auch nichts wächst. Die werden wir nachher noch genauer sehen. Die 2 Ecken mit den Kartoffeln, Frühkartoffeln und Spätkartoffeln.
Hinten kommt der ehemalige Kaninchenstall in Sicht. Nein, ich habe keine Kaninchen mehr, die haben sich nicht bewährt. Bärensträucher. Und man sieht die drei Gänse da hinten auftauchen. Und wo die Gänse sind, stehen auch die Bienenvölker. Und rechts neben dem Kaninchenstall ein großer Walnussbaum. Der beschattet auch eine erhebliche Fläche vom Garten, da wo die drei Leutchen jetzt stehen. Die Ecke ist völlig nutzlos, die kriegt so gut wie keine Sonne mehr ab. Da sollte eigentlich Grünzeugs wachsen für Hühner. Da wächst nichts. Aber wir kommen gleich noch näher dran. Und auf der rechten Seite kommt jetzt der Folientunnel in Sicht und davor die Dächer. Dann ist Hühnerstall und Lager, Holzlager und was es so alles gibt, für das im Haus kein Platz mehr ist. Jetzt fahren wir die ganze Geschichte von der anderen Seite mal ab. Wir haben den Folientunnel, die 5 Kiwi-Pflanzen, rechts der Garten, der gehört zu den Nachbarn, ein großer Kirschbaum und links oben jetzt der Freilauf für die Hühner mit den ganzen Bäumen da drin. Holunder, Haselnuss, Weißdorn und was da so alles steht. Und das irgendwann mal so zuwachsen soll, dass da kein Habicht mehr durchkommt. Ohne diese Lagerflächen, ohne diese Stauräume da, Schuppen oder dergleichen, käme man schon gar nicht aus. Und da werden wir jetzt auch ganz gut erkennen können, warum die Hühner nicht hinten unter die Obstbäume können. Das wäre ja prima. Die würden die ganzen Maden da wegfressen. Ich hätte wesentlich weniger Probleme damit. Aber die Grundstücke sind aufs Eck. Da ist nur noch ein kleiner Durchgang. Und die Hühner kriegen sie da nicht durch. Die laufen da freiwillig nicht durch. In der Theorie ist das alles prima, aber jetzt in der Praxis bei mir umzusetzen, nur sehr, sehr schwer machbar. Man sieht, wie trocken dieser Streifen da ist, wo die Bäume stehen. Da ist nix. Die Hecke auf der linken Seite ist eigentlich gar keine schlechte Geschichte. Die hält den Wind ein bisschen ab. Da stehen ein paar Obstbäume, kleinere, Mirabellen, Birne. Die sind ganz in Ordnung. Aber hinten die großen Gewächse, die großen Bäume, da brauchen sie gar nicht erst anfangen, irgendwelches Gemüse anzubauen. Das wird nicht vernünftig wachsen. So viel Wasser und Dünger können sie denen gar nicht geben. Man sieht die grünen Flächen dort, wo der Schlauch Löcher hat. Und jetzt fliegen wir wieder hinten raus und sehen die Umgebung, wie das bei uns aussieht. Das ist industrielle Landwirtschaft, soweit das Auge reicht. Rundrum 10 Kilometer nur industrielle Landwirtschaft. Da kann ich auch keine Wohlfühlinsel aufbauen, wo sich Uhus und andere Mäusejäger und Maulwurfsjäger aufhalten. Ich kann da kein Biotop aufbauen. Dafür ist die Fläche einfach zu klein. Und wer das glaubt, der kann das gerne glauben. Aber Einbildung ist auch eine Bildung. So, jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal etwas näher. Wir fangen wieder hinten bei der Wildobstdecke an. Wir sehen das Bohnengerüst, wo keine Bohne gewachsen ist. Unter dem Netz zwei Reihen Porree. Die Tagetes auf der linken Seite, hinter der, also quasi über dem Porree. Die Tagetes auf der linken Seite, die wachsen noch. Auf der rechten Seite sind sie verdorrt. Zu nah an den großen Bäumen. Eine Reihe Freilandtomaten, Dahlien, Zinnien. Neu gepflanzt und irgendwie am Leben erhalten. Pak Choi, Zichoriensalate, Ulmer Ochsenhörner, links wieder die Reben. Dann die eine Ecke, wo Gurken standen und immer getrennt durch Blumen auf der Folie da. Dann die Ecke mit den Melonen, man kann auch noch ein paar erkennen. Sie sehen die nachher nochmal genauer. Und die Ecke mit dem Kürbis, Hokkaido und Butternut. So, und dann kommt das eigentliche Gemüsegeschichte, was alles sehr, sehr trocken ist. Und wo die Reihen immer lichter werden. Vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht irgendwo sehe, da wieder was weggefressen ist. Entweder eine Möhre, eine Sellerie, ein Chicorée oder was auch immer. Es verschwindet immer mehr. Das Stroh, was da liegt, habe ich letztens mal Stroh bestellt, konnte aber nur so einen großen Ballen bekommen. Und der passte nicht in den Schuppen, der lässt sich auch nicht bewegen. Habe ich dann einfach da als Mulch auf das Zwiebelbeet gelegt. Die Kartoffelflächen im oberen Bereich, die Frühkartoffeln, dann getrennt durch diese Blumenreihe. Die späteren Kartoffeln unter den beiden Netzen versuche ich jetzt nochmal Radieschen und Rettich anzubauen. Die Gründüngungsparzelle, da wächst nichts. Das sollte eigentlich richtig Leben in den Boden bringen, aber nach dieser Trockenheit, die grauen Stellen, die da drin sind, sind alles irgendwelche Gänge. Egal, wo ich da die Finger in die Erde stecke, nur Mäusegänge, Maulwurfsgänge, enorm problematisch in diesem Jahr. Alles, was mit Kohl zu tun hat, unter Netzen, also wenn es noch Sinn macht, bei dem Brokkoli, da habe ich das Netz jetzt abgenommen, was soll da ein Netz liegen? Da kommt nichts mehr. Das bisschen, was da noch kommt, ist bedeutungslos. Und die Reihe mit den Beeren. Johannisbeeren, Stachelbeeren, Kamtschatka-Beeren, Himbeeren kommen jetzt in Sicht, Spargel und die drei Hampelmänner, die mit der Drohne fliegen. Die sieht man auch dort. Jetzt drehen wir uns nochmal rum und fahren nochmal näher über den Acker. Hier im Vorfeld 5 Zucchini, links die, wachsen wesentlich schlechter als rechts, die sind noch näher am Walnussbaum. Auch auf dieser Fläche habe ich mir zumindest gedacht, soll irgendwas Grünes wachsen für die Hühner,
aber das bisschen, was da wächst, ist bedeutungslos. Ein bisschen Klee. Ich habe noch ein paar Jaroma-Kohlköpfe. Ein paar sind noch in Ordnung, aber die meisten sind mir durchgegangen. Wollte niemand Jaroma-Kohl haben. Schade. Der Brokkoli sieht auch nicht mehr so prickelnd aus. Was aber noch unter Netz steht, ist Rotkohl, Rosenkohl, Romanesco. Jetzt kommen wir wieder an diese Gründüngungsparzelle. Das hatte ich mir wirklich so schön ausgedacht. Ich habe gedacht, da würde wirklich viel an Grünmasse wachsen, aber da wächst nichts mehr. Also in den ganzen letzten 2 Monaten ist da vielleicht 5 cm Zuwachs gewesen. Den habe ich letztens mal wieder abgesenst, weil das war vornehmlich schwarzer Nachtschatten. Das war eine einzige Fläche nur von Nachtschatten. Auf diesen Kartoffelflächen, da wollte ich irgendeine Gründüngung noch einsehen. Ich meine, da liegt sowieso genug Samen rum. Unkrautsamen, Blumensamen, da wächst nichts, da keimt nichts, da wächst nichts. Was sich gut gehalten hat, sind diese Blümchen dort. Ich habe die in einem anderen Video schon mal im Vorfeld schon mal erwähnt. Die haben sich gut gehalten, auch bei der Trockenheit, während die ganzen Sonnenhüte, die ich überall gepflanzt hatte, diese gelben Blumen, Sie erinnern sich vielleicht aus den früheren Videos, die sind alle vertrocknet. Da ist eine Reihe Kartoffeln, die ist noch in der Erde, weil die züchte ich selber, das ist meine eigene Sorte. Dahinter kommt Fenchel und diese kleinen Tagetes, die benutze ich immer so als Trennung zwischen den einzelnen Flächen. Die habe ich einmal zurückgeschnitten, fangen jetzt wieder neu an zu blühen. Tolle Geschichte, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Möhren, Chicorée, Pastinaken, Wurzelpetersilie, rote Beete, Sellerie, ist auch schon wieder einer weg. Wieder die Kürbisse, also es gibt Kulturen, die sind wirklich narrensicher, wie Kürbis. Auch die Melonen, die Wassermelonen sind prima gelaufen. Und die Honigmelonen natürlich nicht, da habe ich keine einzige von geerntet. Die passen irgendwie nicht in meinen Garten. Da die ganzen Sonnenhüte alle vertrocknet. Und auch da das gehäckselte Maisstängel in der Hoffnung, es kommt irgendwie Leben in die Erde. Wieder Dahlien, Zinnien und eine Reihe Freilandtomaten. Da hat sie jetzt einige umgehauen, weil wir hatten ein wenig Regen gestern. Aber vor allen Dingen hatten wir Wind, schon fast einen Sturm. Da wieder gut zu erkennen. Rechts sind die, da geht es noch. Blühen sie noch, links sind sie hinüber. Also allzu nah darf man die an ein Gehölz und an Hecken nicht rangehen. Da müssten jetzt richtig viele Bohnen wachsen. So war mein Kalkül. Ein Pfirsichbaum, habe ich auch von berichtet. Alles Tote habe ich rausgeschnitten, der wird es auch nicht machen. Sanddorn, Mispel, Felsenbirne. Und wir sind wieder am Feldweg angelangt. Jetzt fliegen wir noch einmal die ganze Strecke ab, quasi da, wo ich immer laufe. Junge, was diese Dinger alles können. Und dabei haben wir diese Technik ja noch gar nicht komplett ausgenutzt. Das hätte man noch viel mehr draus machen können. Wissen Sie, wie oft ich da jeden Tag hin und her laufe? Ich kann Ihnen sagen, oft. Jetzt gucken wir uns das ganze Spiel nochmal an, wie die Umgebung aussieht. Da haben wir das Ding ganz hoch geflogen. Industrielandwirtschaft, wohin das Auge reicht. Und ich mit meiner kleinen Wohlfühloase mittendrin. Alles machbar ist, du. Und ein letzter Gruß geht an die Chefin, die den ganzen Laden hier zusammenhält. Tu mal kochen. So, die können zumindest schon mal heute nicht mehr vertrocknen. Und hatten sie sich dazu vorgestellt? Ich meine, so von oben sieht die ganze Geschichte ja nun ein bisschen anders aus. Mal sehen, Sie sehen ja mit der Kamera, die ich sonst sowieso aufnehme, immer nur so Ausschnitte, so Kleinigkeiten. Aber wenn man da von oben mal drauf guckt, das ist schon ein ziemlich großes Stück. Vor allen Dingen diese Ecke, also dass die beiden Stücke, der Garten und das Stück vorne, keinen wirklichen Zugang haben. Das ist immer ein großes Problem. Und trocken ist es gewesen, was? Also wenn man da von oben auf das Gras so guckt, also wenn ich hier sitze, da sind ja so einzelne Stellen, die sind, wo es halt Gras immer grün ist. Das ist, wo der Schlauch Löcher hat. Wo ich mal mit Wasser hier nach hinten transportiere. Wo der Schlauch Löcher hat, da ist dann schon mal ein Haufen Wasser reingelaufen. Da sieht man diese grünen Inseln. Aber ansonsten ist das alles nur ein einziger Graus. Wenn Sie ein bisschen Spaß dran gehabt haben, würde mich freuen, wenn Sie das Video mit einem Like belohnen würden. Wenn Sie mir ein Abo dalassen würden. Würde mich freuen, und wenn Sie demnächst Ihren Amazon-Einkauf, wenn Sie einen tätigen, über den Link da unten in meiner Videobeschreibung tätigen, dann kann ich mir vielleicht auch mal so ein Flitzding da oben kaufen, was sich mit 20 Satelliten und weiß ich was alles verbindet. Die Zeit ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß es nicht.
Wie konnte ich nur überleben ohne Flitzdinger, die sich irgendwo mit dem All verbinden? Und geht Ihnen das auch so? Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen. Hat die Welt das alles gebraucht? Also wir konnten früher auch leben, auch ohne Drohnen von oben und ohne Satelliten und ohne Navi. Ich bin noch schön mit Landkarte gefahren um die halbe Welt. Hat auch funktioniert. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Weil da gibt es noch Pflanzen da hinten. Ein bisschen Pak Choi und ein paar Ulmer Ochsenhörner, die wollen auch noch was Wasser haben.